Hallo. Hallo. Ich war etwas über eine Woche nicht mehr auf dem Minecraft-Server aus Gründen. Und jetzt bin ich wieder hier. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich winken. Ja, mal gucken. Ich habe schon gehört, hier wurde irgendwie fleißig gebaut. Mal gucken, ob hier irgendwas zu sehen ist. Ich weiß noch nicht, was gebaut wurde. Eine andere Richtung. Okay. Hier abbiegen. Cyrus wollte mir das ja. Biegen Sie links, aber was? Steht das Haus verkehrt rum? Sieht aus, als ob das auf dem Dach gefallen ist. Ja, ich bin gerade unzufrieden, weil das hier so doll überhängt und ich noch nicht weiß, ob es mir gefällt. Was wird das? Ein Haus. Ah, ein Haus. Ein Wohnhaus? Mal gucken. Ich dachte, ich stelle es erstmal hin und gucke dann, was ich damit mache. Oh, hier. Achso, ja, hier war ja. Ist das hier die hier Möbelbauer-Gedöns? Ah ja, sieht danach Das aus. ist die Lagerhalle, ja. Eiche, Schwarzeiche. Ja, sehr nice. Hä? Warum? Warum was? Warum ist das so? Warum nicht? Weil es auf der anderen Seite auch so ist, nur mit Tür, ne? Ah. Da drüben geht nicht mit Tür. Nicht? Nee, du musst du von außen gucken, dann siehst du warum. Ah, Berg. Hier sonst noch was passiert? Nee, ne? In dieser Richtung? Nö, höchstens bei Dirk, der da seinen Wolkenkratzer baut. Das Ding sieht ganz cool aus. Ach so, ach, das sind ja ist das Sandstone, ne? Ja, das ist ein Sturm. Hätte Das ich erste Mal sinnvoll verbaut. gar nicht gedacht, dass man das so gut in so Fachwerkdinger reinbauen kann. Ja, sieht halt so ein bisschen aus wie helles Cobblestone und so, ne? So. Ja. Aber ich muss mal was schrapseln. Und dann mach ich bloß, pack mal eben mein Mörtel und so in die Kiste hier. Achso, du hast gesagt, du hast den Links ausgetauscht. Na, jetzt kann man höher springen oder was? Jetzt kann man über Zäune springen? Das muss ich gleich mal testen. Ah, stimmt. Springt man jetzt zwei Block hoch oder was? Anderthalb. Hab Achso. nur Springen 1 und dafür Lebensregeneriere-Dings. So oft wie ich beim Basteln vom Dach fall, dachte ich. Fallschaden reduzieren und Heilung erhöhen, fetzt. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Und soll mal eben mitkommen hier. Mhm. Ich habe hier noch eine extra Kiste aufgestellt. Ja, da in der Ecke. Da ist der ganze Schleim drin, der zusammengekommen ist, während ich die Schleimfarm gebaut habe. Lol. Ja, ist ja einiges. Also aka, ich habe eine Schleimfarm gebaut und allein dadurch haben wir jetzt so viel Schleim, dass wir die Farm wahrscheinlich nie benutzen müssen. Ja. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht bauen wir irgendwann mal Ja, warte mal. eine So. Gummizelle oder so. Ach so. Aufgrund bevorstehender Zugfahrt werde ich schon mal meinen Ingame-Sound leiser stellen. Was macht denn hier? Ja, ist ja ein toller Bogen. Wo bist du denn? Achso, ja. Ja, Kircheneingang Gedöns. Ach, hier liegt ja noch der scheiß Schnee rum von dem Golem. Ey, du warst ja nicht da oder hast ja nicht gefegt? Schmilzt der nicht irgendwann von alleine? Nö, du musst ja von ganzer Fackeln entstellen, paar. Ich gieße ja gleich Lava rüber oder so. Das Na, das ist sehr sinnvoll bei einer Holzveranda. Ach, ich will immer noch die Tür von alleine zumachen. immer noch. Ja. Muss ich hier jetzt rein, hier lang oder was? Ja. Ruf mal gleich zwei.
Die Weiche funktioniert, ja? Du bist wahrscheinlich ein bisschen hin und her gefahren, ne? Ja, ich bin ein bisschen hin und her gefahren, hab auch... Also ich bin ungefähr 15 oder 18 Mal oder so von der Schleimfarm ins Dorf gefahren, um den ganzen Crap, der da beim Bauen nebenbei übergeblieben ist, wegzukriegen. Ah. Währenddessen, und auf der letzten Fahrt habe ich dann nochmal eine Streckensprengung vorgenommen aus Versehen. Ah. Das war die Aktion mit dem Creeper, der von dem Skelett angeschossen wurde und dann angepisst war. Achso, du hast davon berichtet, ja. Oh, Steam, das hab ich auch noch nie erlebt. Oh, was ist hier los? Achso, war das zufällig da? Ja, das war da. Ah, ich hab... Ach, scheiße, ich hab keine Pfeile mehr. Warum hab ich denn... Hä? Achso, ach, ich hab den Flammenbogen gerade. Naja, fix sich das halt später. Was ist denn hier los? Wo? Sagtest du gerade, dass du den granitfreien Fleck da gesehen hast? Also, mir ist das auch hinterher erst wieder aufgefallen, dass da. Und dann. Ich war einfach erstmal nur glücklich, dass die Strecke wieder halt ist. Ja. Ich bin hier echt schon lange nicht mehr lang gefahren. Ich denke, du bist hier irgendwie 18 Mal hin und her gefahren. Ja, aber seitdem praktisch nicht mehr. Achso. Die kompletten Bauarbeiten abgeschlossen. Und dann war ich wieder im Dorf. Ah. Und ich hatte jetzt keinen großen Grund, denn nochmal zur Schleimfarm zu fahren. Abfahrt ins Ballparadies oder was? Jo, mach mal. Warte, ach egal. Na toll, kein Minecraft für mich. Ja. Ist da keins mehr drin oder was? Nee, sicherlich nicht. Na, ich hole mir mal hier eins raus. Ich hab, achso, ich wollte gerade sagen, ich hätte noch eins im Inventar. Ich komme hinterher. Nachher mal ein paar reinschubsen da. Was? Was zum Fick ist das? Ein Riesenschleimball aus Glas und Schleim. Wow, was? Was? Ah! Oh, hast du doch keinen Drop eingebaut? Nee, da hatte ich gesagt, aber auch wenn jetzt die Wendeltreppe da eh bauen muss, dann will die auch vernünftig benutzt werden. Ah. Warte unten auf mich. Ja, ich warte hier am Bahnhof. Ich latsche auch nicht auf die Steindruckplatte, die hier ist. Das ist brav. Ah! Schloch. Ja, wenn du hier wieder hochkommst und rufst das neue Ding, dann stell dich hier auch an die Wand ran. Wenn du hier vorne stehst, dann schubst du das Ding gerne mal wieder rein. Ja, okay. Also am besten einfach mit dem Gesicht vor den Knopf stellen. Und jetzt in die Richtung gucken und auf die Platte stellen und stehen bleiben. Ah. Ah. Dauert ein bisschen, oder? Oder hast du jetzt irgendwas gedrückt? Ich hab da ein Delay eingebaut, dass du in Ruhe durchlatschen kannst und auch auf der anderen Seite wieder über die andere Druckplatte laufen kannst, bevor das wieder auslöst. Weil wenn du nochmal rauflatscht, während die Tür gerade am Öffnen oder Schließen ist, dann zerstört sie sich selbst. Ah. Oh.
Achso, ach, hier, hier, hier sind wir jetzt. Nee. Ja. Wo ist der Aufzug? Hier oder was? Ja, das hier ist der Aufzug. Ah. Und da kommt's rein. Ah ja. Nur in die linke oder in alle? Was? Jetzt höre ich. Hallo? 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 Oh, ich fürchte, ich habe ein Disconnect. Oder Service? Nee, ich habe. Ah, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Connection lost. Connection lost. Connected. Oh. Ah. Hattest du auch Disconnect? Ja. Gut, ich nehme ich auch. So, also. Ich komme nochmal wieder rein. Ich fragte gerade. Ja. Also du sagtest, hier kommen die Sachen rein und dann fragte ich nur in die linke Kiste hier oder was? Ja, genau, und dann habe ich dir erklärt und mich gewundert, warum keine Kiste aufgeht, wenn ich sie anklicke und dann habe ich gemerkt, dass ich das gemerkt habe. Ja. Also nee, es geht links unten los, dann die da drüber, dann die da drüber und dann die hier und dann die nächste Reihe. Das ist voll. Aha, okay. Also befüllt sich von alleine dann nacheinander. Oh, wie praktisch, dass hier eine Ender-Chest steht, dann kann ich gleich mal... Genau. Zeug reintun, so. Ja, kann man hier halt schön rumgammeln zur Not, wenn man Bock hat, da ein bisschen den Items beim Hochfliegen zu gucken. Ah, da kommen gerade welche. Das ist ja praktisch. Gibt's hier jetzt noch irgendwo einen Servicezugang? Ja. Rechtsklick mal die Uhr. Was? Was? Wie geht denn das? Magic. Hier ist nur ein Bett. Muss ich hier auch irgendwas drücken? Oh, ist jetzt schon wieder disconnected oder was? Ja, meine Güte, nee, was ist denn los? Das ist ja schon gerade ein bisschen nervig, Kabel Deutschland, fick dich bitte. Ah, hallo. Ah, oh, ich höre dich wieder. Ja, ich höre dich auch wieder. Ich sagte gerade, Cyrus hat das Spiel verlassen. Ich sagte gerade, Kabel Deutschland, fick dich bitte. Ja, und zwar hart. Also ich fragte, wie geht's jetzt weiter? Also ich sehe, dass es hier zwei Risse gibt. Na! Ah! Ja. Hallo? Hallo. Ah, also ich fragte jetzt schon zweimal, wie es jetzt hier weitergeht. Ja, und ich hab dir schon dreimal den Weg gezeigt. Achso. Aber jedes Mal, wenn ich dir gerade den Weg zeige, ist es wieder weg. Aber warum baust du da nichts Lustiges ein noch? Oder kommt das noch? Oh, jetzt habe ich deine Dinger eingesammelt hier. Mal gucken. Ich habe auch gedacht, ich lasse es einfach offen, weil da ist ja schon der Geheim. Wollte ich gerade sagen, das geht ja auch. Ja. Ja, hier geht's halt in... Ich habe es auch ausgeschildert, wenn man weiß, wo man gerade ist, weil es sieht ja überall gleich aus. Ja. Aha, Ebene 2. Das ist ganz gut. Dass wenn du die Leiter am Hochkraxeln bist, dass du dann auch aussteigen kannst, wo du willst. Oh, hier sterben gerade Schleime. Na, geil. So lustig. Man, eigentlich will man ja hier nicht rein, so wirklich. Ah, doch zum Angucken mal, weil es immer so lustig ist. Ja. Wo ist, achso, kommt man irgendwie auf die Zwischenebene, wo der Itemlift endet und das in die Dings übergeht? Ja, ganz runter. Ganz runter? Ganz runter. Und dann wieder ganz hoch, oder? Achso, du meinst oben die... Ne, da habe ich keinen Zugang für. Achso, ach, da können wir aber gleich mal rein, das ist einfach. Okay. Ja, hier ist einfach... Naja, das kenn ich ja im Prinzip. Aber ein bisschen hübscher gemacht. Der Rest sieht ja alles gleich aus.
zufällig ein paar Blöcke auftauschen? Ja. Bin ich doof? Ja. Kannst du da herkommen? Hier oben ist es jetzt nicht besonders hübsch. Naja, da kommt man ja dann auch im Normalfall nicht hin. Nee. Ja, also hier über den Slabs, da liegt praktisch das Eis. Ja. Ne, wo die Items dann da in das Wasser gesaugt werden. Achso, ah, okay. Ne, die schweben hoch, bis sie das Wasser treffen und dann werden sie weggespült. Ah. Und dann über das Eis in die Hopper und dann in die Hopper. Und die Line-Hopper, die kommt aus Ebene 3 und 4. Ah ja. Die oberen beiden speisen direkt ein und die unteren beiden gehen über den Lift. Ja, ach ja, wäre ja Blödsinn, wenn man... Ja. Ja. Nein, hier ist das Innere der Tür. Teilweise. Ah. Fancy Redstone Schüssel. Nichts anfassen. Nee. Ja, hier drunter stehen die Kisten. Ja. Cool. Der Geier nimmt alles mit. Ja. War das hier rein, ja, ne? Mhm. Klatsch. Ja, sehr nice. Ach, da kriegt man ja einen Drehwurm. Natürlich wird es dunkel. Ja. Ja, aber ganz lustig zu bauen auf jeden Fall. Der große Schleim hat Spaß gemacht. Die Minecart-Wendeltreppe hat weniger Spaß gemacht. Komisch. Und die Tür hat mich so weiß gut getrieben, natürlich. Natürlich. Ja, mit den Türen hast du es ja nicht so. Also hätte ich auch nicht. Ich fand die so toll, die musste dahin. Gerade wegen der fancy Spiral-Animation. Gut, die hätten nicht nötig getan. Die hätten auch die gleiche Tür mit der Hälfte Redstone bauen können. Mit einer normalen Aufzug und so, aber. Ach, die geht spiralförmig auf? Ja, ist dir das nicht aufgefallen? Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ach komm. Ja, Entschuldigung. Nee, die. Korken ziert sich schön einmal. Hast du mal ein paar Pfeile für mich? Danke. Aber jetzt ist hier nur noch einmal ein Marker drin. Okay. Hast du einmal gedrückt oder zweimal? Einmal. Ah, da kommt noch eins. Ja, nachdem halt, ich halt jetzt 2 Wochen lang am Stück nur auf der Ecke hier rumgegammelt habe und eine kacke Schleimfarm gebaut habe, ist mal wieder Zeit, ein bisschen was im Dorf zu machen. Ah ja. Ja, ich könnte mich mit der Arena bald mal anfreunden wahrscheinlich. Jo.
Da hören wir ja zwischendurch so ein, zwei Tage dann nicht komplett schlüssig, was ich denn nun baue und was nicht, so. Was ich jetzt bauen will. So, irgendwas für die Viecher wäre noch ganz gut. So eine Schlachterei oder sowas. Gemüseladen wollte ich auch noch bauen. Ach so, ja. Zwischendurch habe ich dann kurzzeitig überlegt, weil dieser Gemüseladen. Ja. Ich weiß immer nicht, wo ich den hinstellen will, weil wenn dann, auch wenn es nur für Deko scheiß ist, hätte ich ja trotzdem gerne wenigstens, weißt du, so ein kleines Kürbisbeet und ein kleines Karottenbeet und so halt an der Oberfläche, wo man ja sehen kann. So, für Deko halt, ne? Ja, das passt halt nirgends hin. Deswegen den einen Tag, wenn ich nicht plötzlich total unmotiviert gewesen wäre, überhaupt irgendwas in Minecraft zu machen, war ich echt drauf und dran, mich einfach einzuloggen und die beiden Silos einfach umzustellen. Oh Gott. Einfach weil das eine günstige Bauplatzbeschaffung wäre und dahinter nur der Berg ist und wenn dann da in die Richtung da die Beete gehen, das wird ja keiner so schaden, so ungefähr. Also überall innerhalb des inneren Dorfes, wo man die hinstellen könnte, stehen sie irgendwo irgendwie im Weg. Also die Beete. Ja. Ja, und dann habe ich wieder zwei Tage nichts gemacht und als ich gestern online kam, habe ich irgendwie direkt angefangen, das Lagerhaus zu bauen. Und ist das nicht schön? So die Holzkisten hier nicht mehr im Boden stehen? Ja, das finde ich echt gut. Ach so, was hat Malte denn hier jetzt eigentlich gemacht? Hast du nicht irgendwie was erzählt mit bunten Gläsern? Mhm. Jetzt komme ich hier natürlich von der Scheißseite. Ach da. Ja gut. Sieht komisch aus. Gut, ja, ich sag tschüss, winke, winke, bye, bye, bis zur nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat. Ich glaube, den Fehler baue ich auch in jeder zweiten Folge ein, ne? Also, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, kommentiert. Warum, seit wann haben wir denn hier so eine Wiese? Ist das so gewollt oder war das Malte? Das war Dirk, der ist in einem Tag mit 5 Pfund Knochenmehl durch die Gegend gerannt und hat überall Rasen gesät. Ach so. Ah, gut. Ja.